Guten Morgen. Ja, wenn wir schon nicht singen dürfen, guten Morgen, muss drin sein. Ja, freue mich, heute Morgen predigen zu dürfen, dass immerhin einige Leute im Saal sind, auch wenn wir sehr wenige sind. Aber das ist gut, doch was ganz anderes, als wenn man einfach nur in die Kamera reinpredigt. Also freue mich für jeden, der heute Morgen hier ist. Freue mich auch für die Leute, die im Livestream zugeschaltet haben. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen und verstehen. Vor allen Dingen verstehen, wenn ich gleich in der Bibel lese. Das ist ein guter Text heute Morgen. Und auch die am Telefon möchte ich an dieser Stelle begrüßen. Ja, ich musste daran denken, also wegen heute Morgen, dem Thema Aufbruch in eine neue Zeit, dass wir ja immer durch Zeiten gehen. Also wir kennen das ja eigentlich nicht, dass wir konstant in irgendwas drin sind. Irgendwas passiert in unserem Leben immer. Und wenn es ist, dass wir altern, also durch die Zeit der Kindheit gehen, der Jugend gehen und das mittlere Alter oder Zeiten, wo man dann auf einmal Eltern wird oder wo man studiert, der Schule. Das ist ja in unser Leben ist ja so gemacht und das ist von Gott so gewollt. Wir gehen immer durch Zeiten. Stillstand gibt es fast nicht. Es gibt mal ein bisschen Routine, dass mal ein paar Jahre vielleicht das Gleiche ist, aber selbst da gehen wir durch Zeiten der Trauer und auch der Freude, Zeiten der Gesundheit, Zeiten der Krankheit, also diese verschiedenen Phasen im Leben. Und das ist ja irgendwie, was Leben ausmacht. Nur Gott, der ist anders. Der ist fest. Der Anker in der Zeit. Und die Bibel sagt, er ändert sich nicht. Der bleibt immer der Gleiche. Aber alles, was er geschaffen hat, die Natur, wir alle sind im Wandel. Und wir sind auch im Wandel in den Phasen unseres Lebens. Und das ist das, worum es heute in dem Text geht. Es ist ein bisschen längerer Text, aber ich wollte den bewusst nicht kürzen. Der ist auch schlecht zu kürzen, weil der in sich so geschlossen ist, so klar ist, so inhaltsreich ist. Und die meisten von euch haben ihn vielleicht das letzte Mal in der Kinderstunde bewusst gelesen. Das ist der Auszug des Volkes Israels aus Ägypten und dann durchs Schilfmeer. Also ihr könnt den Text vielleicht mitsehen oder mitlesen. Ich lese ihn auf jeden Fall von hier vorne. Und ihr, die ihr im Livestream seid, ihr kriegt den Bibeltext auch noch mit eingeblendet. Also ich lese aus 2. Mose 14 ab Vers 1. Da steht, der Herr sagte zu Mose, befiehl den Israeliten, dass sie von ihrem direkten Weg abgehen und vor Pi-Hahirot ihr Lager aufschlagen zwischen Migdol und dem Meer, gegenüber von Baal-Zephon. Der Pharao wird denken, sie haben sich verlaufen und sitzen in der Wüste fest. Ich werde ihn so starrsinnig machen, dass er euch verfolgen wird. Dann will ich an ihm und seinem ganzen Heer durch einen vernichtenden Schlag meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen endlich erkennen, dass ich der Herr bin. Die Israeliten taten, was der Herr gesagt hatte und änderten ihre Marschrichtung. Also eigentlich erstmal ganz was Überraschendes. Die ziehen aus Ägypten, endlich raus aus der Sklaverei. Endlich das, was Gott ja da schon lange vorbereitet hat durch Mose. Aber ganz am Anfang schon dieser Reise durch die Wüste sagt Gott, Moment mal, da ist noch was. Da ist noch was, was wir erledigen müssen. Da ist noch nicht so ganz, dass ihr dann ins verheißene Land einzieht. Erstmal will ich, dass ihr einen anderen Weg nehmt. Und so wird relativ genau und relativ klar gesagt, was sie machen sollen. Auch wenn wir heute nicht so genau wissen, wo das jetzt ist, diese Orte. Also manche sagen ja, dieser Durchzug durchs Meer, was bedeutet Schilfmeer? War das ein Teil des Roten Meers oder war das ein Teil vom Mittelmeer oder was? Wo sind die da durchgegangen? Aber die haben es gewusst, kriegen ganz klare Anweisungen, ändert eure Marschrichtung. Ich habe noch was zu erledigen, sagt Gott. Und das machen sie. Die Israeliten taten, was der Herr gesagt hatte, und änderten ihre Marschrichtung. Als dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass die Israeliten geflohen waren, bereuten er und seine Minister ihre Nachgiebigkeit. Sie sagten, was für eine Dummheit haben wir gemacht. Wir haben die Israeliten laufen lassen. Unsere Arbeitskräfte, unsere Sklaven. Der Pharao ließ seinen Wagen anspannen und bot seine ganze Kriegsmacht auf. Alle verfügbaren Streitwagen Ägyptens nahm er mit. Auch die 600, die seine Elitetruppe bildeten. Jeder Wagen war nicht nur mit einem Wagenlenker und dem Bogenschützen, sondern auch mit einem Schildträger besetzt. Alle Macht und alle Kraft, die Ägypten hatte, wird hier aufgefahren. Sogar die Elitetruppe, die Wagen besonders stark bestückt. Der Herr machte den Pharao, den König von Ägypten, so starrsinnig, dass er den Israeliten nachjagte,
die unter dem Schutz ihres Gottes weiterzogen. Eigentlich weiß der Pharao, dass Israel unter dem Schutz Gottes steht. Kurz vorher waren die Plagen, wo jedem klar war, da hat Gott eingegriffen. Das ist nicht einfach so passiert. Der Pharao hat erlebt, dass Israel nicht einfach so handelt, sondern dass Gott auf der Seite Israels steht. Und trotzdem legt er sich mit ihnen an. Wo ich das las, muss ich daran denken, dass auch wir Christen manchmal so ticken. Dass wir gegen andere vorgehen, schlecht reden, schlecht kleinreden, niedermachen, obwohl wir vielleicht manchmal gar nicht sicher sind, ob Gott auf ihrer Seite steht. Was Christen manchmal untereinander sich für Gegenwind geben, untereinander anfeinden, wo du denkst, aber vielleicht legst du dich gerade mit jemandem an, der unter dem Schutz Gottes steht. Und glaub mir, das willst du nicht tun. Sich mit jemandem anlegen, der unter dem Schutz Gottes steht. Die ganze ägyptische Streitwagenmacht verfolgte die Israeliten und sie holten sie ein, während sie bei Pi Hachiroth gegenüber von Baal Zephon am Meer lagerten. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem ganzen Heer heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie: Hast du uns aus Ägypten rausgeführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns von dort rausgeführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der Wüste umkommen. Und man merkt, wie die unter Stress nicht wissen, was sie da reden. Die haben die ganze Zeit gelitten unter den Ägyptern, wollten die ganze Zeit raus. Die ganze Zeit haben sie gestöhnt unter der Knechtschaft der Ägypter, dass sie versklavt worden sind. Jetzt kommen sie raus da und bei der ersten Gelegenheit, wo sie unter Stress geraten und wo sie in Todesangst sind, sehen sie sich zurück. Wie Menschen halt reagieren, wenn sie unter Druck geraten, panisch werden, ja, Angst kriegen. Da kommt diese Sklavenmentalität wieder hoch. Wären wir doch bloß Sklaven geblieben. Man traut Gott nicht. Obwohl man gerade die Plagen erlebt hat, ja, dass Gott wirklich Plagen schickt, dass er die Naturgewalten befähigt. Trotzdem, wären wir bloß in Ägypten geblieben, es wäre besser gewesen, als hier umzukommen. Ich glaube nicht. Aber so empfinden sie es halt. Mose antwortete ihnen: Habt keine Angst. Mose sagt: Ist gut, still, habt keine Angst. Wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypten ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Und jetzt spricht Gott. Gott sagte zu Mose: Warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Das ist eine interessante Sache, ja, dass Gott sagt: Hey, warum rufst du dann wieder zu mir? Eigentlich sagt er: Warum betest du zu mir? Mach doch. Du weißt doch, was dran ist. Du kommst zu mir und bittest und willst, du weißt doch genau, was ich möchte. Mose, dir ist doch völlig klar, wie es läuft. Warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Auf geht's, los, nicht stehen bleiben. Er schreckt vor, wie der Hase vor der Schlange. Ängstlich, was passiert jetzt? Auf. Und dann sagt er zu Mose: Du aber streck deine Hand aus und erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute von Israel trockenen Fußes ins Meer hineingehen können. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie hinter dir her ins Meer gehen. Dann will ich Pharao mit seinem ganzen Heer und alle seinen Streitwagen und Wagenkämpfern meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao und seinem ganzen Heer meine Macht zeige. Der Engel Gottes, der sonst ständig vor dem Volk Israel herging, trat nun ans Ende des Zuges. Und auch die Wolkensäule, die immer vor ihnen war, stellte sich hinter sie. Also hatten sie eigentlich Gottes Gegenwart die ganze Zeit sichtbar vor sich. Nicht nur die Wolkensäule, auch ein Engel. Ein Engel, der vorne weggeht. Und eine Wolkensäule, die vorne weggeht. Also Israel hat Angst in einer Situation, wo sie gerade die Plagen erlebt haben, also Gottes Eingreifen, und gleichzeitig sehen sie, wenn sie gehen, nach vorne gucken, den Engel und die Wolkensäule. Ja, aber das menschliche Herz ist halt ängstlich. Und dieser Engel und diese Wolkensäule gehen jetzt nach hinten, um sich schützend vor Israel zu stellen. Auch die Wolkensäule, die sonst immer vor ihnen war, stellte sich hinter sie.
sodass sie zwischen den Ägyptern und den Israeliten stand. Auf der Seite der Ägypter war es dunkel, aber auf der Seite Israels erhellte sie die Nacht. So konnten die Ägypter den Leuten von Israel die Nacht über nicht näher kommen. Gott ist ihr Schutzschild. Nun streckte Mose seine Hand über das Meer aus und der Herr ließ die ganze Nacht über einen starken Ostwind wehen, dass das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser teilte sich, es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer. Und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Die Ägypter verfolgten sie. Und alle Streitwagen des Pharaos mit ihren Pferden und Wagenkämpfern jagten hinter ihnen ins Meer hinein. Kurz vor Morgengrauen sah der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und stürzte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder ihrer Wagen, sodass sie nur noch mit Mühe vorwärts kamen. Die Ägypter sagten, der Herr steht auf der Seite Israels. Er kämpft gegen uns, nur fort von hier. Komischerweise erkennt Ägypten das erst jetzt. War denen eigentlich schon vorher klar. Aber jetzt ist es nochmal richtig deutlich. Ihr habt euch mit Israel angelegt und ich kämpfe für Israel. Und jetzt ist es für die Ägypter zu spät. Nun sagte der Herr zu Mose, streck deine Hand über das Wasser aus, dann wird das Wasser zurückfluten und die ägyptischen Streitwagen und Wagenkämpfer unter sich begraben. Das Volk Israel hat hinter sich gelassen, was sie einmal waren, um zu werden, wozu sie berufen sind. Sie haben hinter sich gelassen, Sklaven zu sein und sind dazu berufen, freie Leute zu sein, in einem Land zu leben, wo Milch und Honig fließt. Sie haben hinter sich gelassen, geknechtet zu werden, gedemütigt zu werden, geschlagen zu werden, ausgenutzt zu werden, um in ein Land zu leben, wo sie ihre eigenen Äcker bewirtschaften, den Ertrag ihrer eigenen Felder essen, wo es ihnen gut geht, wo sie in Frieden leben. Aus dieser Situation, die ganz, ganz schlimm war und die viele Jahre ging, in eine Situation, die super ist, die total gut ist. Aber in diese Situation hinein sagt der Pharao, ich hole mir meine Sklaven zurück, die gehören mir. Er fordert ein, was ihm einst gehörte. Während Gott sagt, nein, nein, das sind nicht deine Sklaven, ich befreie meine Kinder. Eine und die gleiche Situation, zwei verschiedene Standpunkte. Pharao sagt, ich hole meine Sklaven zurück. Gott sagt, ich rette meine Kinder und hole sie raus. Nur eins wird ganz schnell deutlich. Solange der Unterdrücker lebt, der Pharao, werden das keine freien Menschen sein. Freie Sklaven vielleicht, aber immerhin noch Sklaven. Sklaven, die sich immer umgucken müssen, wenn sie hören, hey, da kommen irgendwelche Truppen, werden wir jetzt wieder eingefangen. Sklaven, die zwar irgendwie befreit worden sind, aber immer noch Sklaven, solange der Sklaventreiber noch lebt. Hey, das ist wie jemand, der aus dem Gefängnis ausbricht oder so, ja, und dann auf der Flucht ist und sie immer weiß, ich werde verfolgt und so richtig frei leben kann der nicht, weil er immer wieder verfolgt wird, weil er immer Angst haben musste, doch erwischt zu werden. Man sagt ja von Entlaufenen, ja, ich weiß das ja nicht persönlich, weil ich bin noch nie aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ja, wenn man jemanden einfängt, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, dass der sogar sowas wie Erleichterung fühlt. Endlich nicht mehr auf der Flucht. Endlich nicht mehr, dass ich immer gucken muss, nicht erwischt zu werden. Endlich zur Ruhe kommen. Das ist die Situation. Und das ist der Grund, warum Gott sagt, Moment mal, Freunde, bevor wir ins verheißene Land einziehen, gibt es da noch was zu erledigen. Wir müssen den Sklaventreiber loswerden. Die Ursache eurer Sklaverei. Denn solange der da ist, solange Ägypten Israel als Sklaven einfordert, werdet ihr nie frei sein. Wir müssen den Sklaventreiber loswerden. Es ist nicht das, was die Bibel auch für unser Leben so sagt. Befreit von Schuld, von Sünde, zur Freiheit befreit, zur Freiheit berufen, zur Freiheit, in Freiheit sollen wir leben. Wie kommt es, dass so viele Christen, gläubige Menschen, noch so versklavt sind? Versklavt in ihrer Vergangenheit, versklavt in dem, was sie einmal waren, versklavt von dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Leute, die total begabt sind, total fit sind, und wenn du denen sagst, ey, willst du nicht mal hier für Gottes Reich was? Nee, ich kann das nicht, ich bin nichts. Angst vor Versagen, Ängste davor, was man früher als Kind gesagt bekommen hat, ey, du kannst nichts,
du bist nichts. Was soll Gott mit dir schon anfangen? Und so werden Menschen gläubig und bleiben doch Sklaven ihrer Vergangenheit. Dass sie sich zu schlecht fühlen, zu sündig fühlen. Wie viele Christen mit Schuldgefühlen leben, bis zum Rest ihres Lebens. Immer Schuldgefühle, wo es heißt, ey, Moment mal, sagt die Bibel nicht, dass Jesus Christus am Kreuz alles für unsere Schuld getan hat, aber ihr Leben lang Schuldgefühle. Das ist Sklavenmentalität, das ist Sklavenhaltung, das ist das, was nicht sein soll. Die Vergangenheit, das, was einst war, muss weg. Und das hat Jesus getan. Das heißt es ja, dass er am Kreuz gestorben ist, für alle Schuld, für alle Scham. Das, was war, ist vorbei. Das ist, was die Bibel meint. Neue Kreatur, neuer Mensch. Dass dein vorheriges Leben, das, wo du einmal drin warst, dass das abgelegt wird. In eine neue Zeit, Aufbruch in eine neue Zeit. Ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Und dass du nicht daran hängst, ja, aber früher, Gott sagt, stopp. Der alte Sklavenhalter, der alte Sklaventreiber, der muss weg. Sonst wirst du niemals frei sein. Aber das ist das, was Christen sein sollen. Befreit durch Jesus Christus. Befreit durch sein Blut. Hey, aber ganz ehrlich, wie viele sind es nicht? Und frag dich selbst, bist du selbst frei von dem, was dir einst passiert ist? Frei von Bitterkeit. Von den Sachen, die dir als Kind angetan wurden. Frei von dem, was dir in deiner Erziehung angetan wurde. Oder von anderen Dingen. Von den Demütigungen, von der Scham, von der Sünde, von der Schuld, von den ganzen Sachen. Quält dich das noch oder kannst du es loswerden? Denn die Bibel ist ganz klar, das muss weg. Das ist gestorben mit Jesus Christus. Also müssen wir diese Sklavenmentalität loswerden, die hier die noch haben. Totale Sklavenmentalität. Wären wir bloß noch in Ägypten geblieben als Sklaven, das war ja alles viel besser, als jetzt hier rauszugehen. Wie soll das jetzt alles passieren und so weiter. Totale Sklavenmentalität, die hier noch zu sehen ist. Wo sich Mose immer wieder schützend vors Volk stellen muss, weil Gott sagt, ich ertrage das nicht mehr. Ich ertrage das Gejammer nicht mehr. Dieses Geklage nicht mehr. Das früher, ja, und hätten wir doch bloß bla 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 und so weiter. Gott sagt, ich ertrage das nicht mehr. Mehrmals muss ich Mose schützend vor das Volk stellen, weil Gott das Volk sonst vernichtet hätte, wegen dieser Sklavenmentalität, die noch haben, obwohl sie befreit worden sind, obwohl sie erlebt haben, dass Gott für sie kämpft. Sklavenmentalität. Hey, das ist ein Ding von uns Christen. Wie viel Sklavenmentalität? Ich bin nichts. Manchmal getarnt als Demut. Ja, nee, das ist... Also ich. Und oft ist das nicht wahre Demut, sondern einfach nur die Mentalität, Sklavenmentalität. Hier ist ganz was anderes. Gott sagt, hey, wir müssen Dinge abkappen. Die müssen weg. In dem Fall knallhart, ja, der Pharao mit seiner ganzen Streitmacht. Weil die werden euch immer versklaven. Ihr werdet nie frei sein. Und deswegen, Aufbruch in eine neue Zeit für Israel heißt, ihr macht erstmal einen Umweg. Und ich führe euch erstmal eine Strecke, die schwierig ist. Schwierig für euch ist. Damit wir das loswerden können, was euch plagt. Und so ist es, dass Gott uns manchmal durch Dinge gehen lässt, um zu zerstören, was uns verfolgt und was uns plagt. Gott will, dass eine neue Zeit beginnt. Und wenn Pharao dann sagt, das sind meine Sklaven, sagt Gott, nein, nein, das sind meine Kinder. Aber du musst dich entscheiden. Du kannst diesen alten Sklaventreiber in deinem Leben vielleicht gar nicht selbst bekämpfen. Gott ja auch nicht. Sondern du musst dich entscheiden, ob du stehen bleibst oder ob du gehst. Und deswegen sind diese Verse in Vers 15 zum Beispiel oder 15, 16 so wichtig. Wo es steht, der Herr sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Also warum bleibst du stehen? Warum stehst du hier rum? Du weißt, was zu tun ist. Frage an dich, stehst du auf derselben Stelle, stehst du immer und guckst in deine Vergangenheit und sagst, ja, aber früher und alles war so schlimm, gehörst du zu den Leuten, die innerlich verbittern wegen der Vergangenheit, die einfach nicht vorankommen. Christen, die seit 10, 20, 30, 40 Jahren an ein und der gleichen Stelle stehen, nicht vorangehen mit Gott, nicht den nächsten Schritt wagen, sondern immer feststehen und immer bitterer werden und immer weniger Selbstbewusstsein haben und immer kleiner werden und immer, ja, ich kann nichts, ich bin nichts und so weiter. Das ist die Entscheidung, die du fällst. Bleibst du stehen? Ja, oder gehst du voran, gehst du weiter und lässt Gott wirken. Und das ist das in diesem Text, wo Gott ihnen ja die Wahl lässt. Hey, was stehst du hier rum? Wenn ihr stehen bleibt, werden die Ägypter euch einholen. Und dann geht es wieder in die Sklaverei, zurück ins Alte. Wenn ihr vorangeht, dann
werde ich die Schlacht für euch schlagen, für euch kämpfen. Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Der Pharao kommt, um zu stehlen, um zu schlachten und zu vernichten. Dein Sklaventreiber kommt, um zu stehlen, um zu schlachten und um zu vernichten. Jetzt die Tage, wo ja viel in der Presse los ist, nicht nur mit Corona, sondern diese Geschichten mit dem, was in den USA passiert ist, dass dieser George Floyd erschossen wurde. Getötet wurde, nicht erschossen, sondern von diesen Polizisten da zu Tode gewürgt wurde. Wo diese große Debatte ist über Rassismus und privilegiertes Leben. Da sah ich jetzt ein Video und damit, das war auf Englisch. Und das kam ich mit meinen Kindern, also mit Marie, ins Gespräch. Da stehen so 20, 30 Jugendliche in so einer Reihe, so 15-Jährige vielleicht, 14, 15, 16, 17-Jährige, stehen alle in einer Reihe und da steht ein Mann davor und sagt, hier, ich gebe euch $100 sind das, wer soll ein Rennen machen, wer zuerst am Ende der Wiese ist, soll darüber laufen und dann, vielleicht haben einige von euch das auch gesehen, und dann sagt er, bevor es losgeht, dieses Rennen, habe ich ein paar Fragen und wer das mit Ja beantwortet, eine Frage, diese Fragen, der darf zwei Schritte nach vorne gehen. Und da stehen diese Kinder, man sieht die halt vom Hintergrund her, verschiedener ethnischer Hintergrund und so, auch wie die Klamotten tragen, manche so eher ärmeres Outfit und manche Markenklamotten. Und dann ist die erste Frage, wer von euch kommt aus einem Elternhaus, was stabil ist und wo die Eltern noch zusammen sind? Also keine Scheidungskinder. Und so die Hälfte der Kinder geht zwei Riesenschritte nach vorne und der Rest bleibt hinten stehen. Wo du schon denkst, das ist aber unfair. Jetzt kriegen die, die ja eh schon ein stabiles Elternhaus haben, auch noch 2 Meter Vorsprung oder 2 Schritte Vorsprung. Ja, aber es geht noch weiter. Und dann, wer von euch eine stabile Vaterfigur hat, eine gute Vaterfigur, darf nochmal 2 Schritte nach vorne gehen. Dann gehen die nächsten nach vorne. Dann die Frage, wer hat bei der Schulbildung Unterstützung bekommen? Also wenn es schwierig war in der Schule, wer hat Nachhilfeunterricht bekommen oder Förderung? Und wieder gehen ein paar nach vorne, wieder bleiben manche zurück. Und so geht das noch ein paar Fragen weiter. Ja, also dann noch die Frage, war ja ein Video aus den USA. Wer musste schon mal als Kind Geld verdienen, damit die Familie über die Runden kommt? Also wer musste schon mit 14, 15 Geld verdienen, weil die Eltern so arm sind? Ja. Also wer musste das nicht, der durfte ein paar nach vorne und wer das musste, musste wieder stehen bleiben. Also wurden die Armen wieder benachteiligt. Und so ergab sich dann am Schluss ein Bild, dass manche tatsächlich noch ganz hinten auf der Linie standen. Das heißt, die hatten ein ganz schwieriges Elternhaus, Trennungshintergrund, die waren arm, hatten 0 Förderung bekommen und so weiter, standen ganz weit hinten und manche standen schon fast am Ziel. Und dann sollte das Rennen losgehen. Ihr könnt euch ja denken, wer gewonnen hat. Und dann sprach ich damit drüber, über dieses Video mit Marie und sagte, ja, du kannst nichts dafür, gell, dass du ja so privilegiert aufgewachsen bist, dass du in eine Familie reingeboren wurdest, wo Melin und ich stabile Ehe haben, eine gute Ehe haben, dass du eine Vaterfigur hast, dass du Förderung kriegst, dass du in einem reichen Land aufgewachsen bist, dass du in Deutschland geboren, ich meine, in Deutschland gibt es auch Elend, aber dass du hier geboren bist und nicht in Simbabwe oder so. Also du kannst ja gar nichts dafür, aber das ist tatsächlich, wie das Leben so ein Stück weit funktioniert. Das ist, dass manche von uns wirklich super aufwachsen, super Background, aber viele halt nicht. Und allein bei uns ja. Ich bin 74 geboren, also im Wohlstand aufgewachsen, aber jeder, der so 45 geboren ist oder so, so die Nachkriegszeit ja noch kennt, der ist in Armut noch aufgewachsen. Wir können ja nichts dafür, da kann ich nichts für. Und tatsächlich funktioniert unsere Welt so. Also, dass viele von uns benachteiligt sind, wie sie schon aufgewachsen sind, ohne Vater oder auf der Flucht oder in Armut, Misshandlung als Kinder schon erlebt haben. Wenn in Römer 12, Vers 2 steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, steht da eigentlich, passt euch nicht den Mustern dieser Welt an. Melin hatte vorhin diesen Vers, Mensch sieht was vor Augen, ist Gott, aber sieht das Herz. Okay, das Muster dieser Welt ist tatsächlich so, dass ja viele privilegiert aufwachsen, gutes Elternhaus, Bildung und so weiter und viele auch nicht, viele auch nicht. Also, dass da Unterschiede sind. Ja?
Aber wisst ihr was? Bei Gott ist das nicht so. Bei Gott ist das nicht so. Also passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Die Maßstäbe dieser Welt sind so, ja, dass manche das halt eben geht's schon von Geburt aus besser, je nachdem, wo sie geboren sind, gesund und guter Background. Und dann steht, lasst euch von Gott verändern. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Ja, ja, der Maßstab dieser Welt ist, man guckt zurück und sagt, aber ich habe schlechtes Elternhaus gehabt, ich habe keine Förderung in der Schule bekommen und so weiter und so weiter. Und das ist alles wahr und das ist bitter für dich. Das tut mir leid, weil ich kenne es andersrum. Aber Gott sagt, mir ist das egal. Ich gebe allen die gleiche Chance. Den ich berufe, den berufe ich. Und ganz ehrlich, die Bibel, die ist ja voll davon, dass Leute geholt werden, die einen ganz kaputten Background haben. Guckt euch mal 1. Mose an, komplette 1. Mose. Ist da überhaupt eine ganze heile Familie dabei? Jakob, Esau, Abraham. Was sind das alles für Typen? Wie die mit ihren Frauen, Kindern umgehen, belügen sich, betrügen sich und so weiter. Geht ja schon mal keine Nabel los. Der eine erschlägt den anderen, Bruder schlägt Bruder. Was ist das? Was sind das für Leute? Und Gott wirkt mit denen und arbeitet mit denen. Und was ich damit sagen will, dieses Zurückblicken, was wir einst waren, ja, das macht Israel hier, und das ist Sklavenmentalität, und das machen wir auch. Hätte ich nur einen anderen Vater gehabt, oder hätte ich nur Förderung bekommen, oder wäre ich damals nicht in Armut aufgewachsen, oder wäre nicht dies, wäre nicht jenes. Du kannst ja nichts dafür, dass du so geboren wurdest, wie du geboren wurdest. Aber du kannst was dafür, wenn du stehen bleibst und wenn du zurückblickst. Und wenn das dein Maßstab ist. Wie heißt es im Neuen Testament? Wer die Hand an den Pflug legt und zurückblickt, kennt ihr die Stelle? Ist nicht gemacht fürs Reich Gottes. Das ist nicht, wie es laufen soll. Deine Vergangenheit soll nicht deine Zukunft prägen. Das, wo du herkommst, und wenn es schlecht war und bitter war, und das war es ja bei vielen, soll nicht das prägen, wo die Zukunft hingeht. Denn Gott hat dich zu was anderem berufen. Nicht zu dieser Mentalität, dass du nichts bist, nichts kannst und unwürdig bist, sondern dass du sein Kind bist, unendlich geliebt. Und deswegen musst du das hinter dir lassen, weil du dein eigenes Leben sonst zerstörst. Ich meine, mit Mose könnte man viel noch lesen und lernen. Denkt an die Stelle, wo die Kundschafter ausgesandt werden. Die kommen ans verheißene Land, Milch und Honig, endlich da. Die wissen, Gott hat durch Plagen gewirkt. Gott hat das hier gemacht, was wir gerade gelesen haben. Das ägyptische Heer vernichtet durchs Wasser. Sie haben die Feuersäule gesehen, den Engel, viele andere Dinge in der Wüste erlebt. Aber haben immer noch diese Sklavenmentalität, wir sind nichts und wir können nichts. Und wie sollen wir das schaffen? Die Ägypter waren die damalige Weltmacht, vermutlich stärker und größer als da, wo sie jetzt einziehen sollen, in das verheißene Land. Aber das spielt total hoch. Die kommen zurück, ja. Und von den 12 Kundschaftern sind 10, die sagen, da sind Riesen, die können wir nie besiegen. Das schaffen wir nicht. Obwohl die ganze Zeit erlebt haben, wie Gott die durchträgt. Die ganze Zeit erlebt haben, dass Gott stärker ist. Erlebt haben, dass Pharao und alle untergehen. Und trotzdem ist diese Mentalität noch drin. Wir sind ja Sklaven. Wir schaffen das nicht. Wir sind keine Krieger. Wir sind nicht Leute, die Schlachten schlagen können. Wir schaffen das nicht. Hey, steckt das nicht auch in uns? Also in mir schon manchmal. Obwohl man mit Gott viel erlebt hat, Großes erlebt hat, dieses, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht, wie soll ich das schaffen? Aber Gott sagt, hey, ich schlage ja die Schlachten. Bleib nicht stehen. Geh nur voran. Ich schlage deine Schlachten. Kostet das Schweiß und Mut? Hey, warum ob? Überleg nur, was wir am Anfang gelesen haben. Das Erste, was denen gesagt wurde, ist, dass Gott dem Volk sagt, pass auf, ihr geht jetzt einen anderen Weg, nicht den kürzesten. Ich habe noch einen Umweg durch die Wüste. Wer geht denn schon gerne einen Umweg durch die Wüste? Ich nicht, die bestimmt auch nicht. Aber es war notwendig. Also gehen sie ein Stück durch die Wüste. Kostet Schweiß, Energie, Zeit geht verloren. Und nicht nur das, es kostet auch Mut. Wo Gott sagt, ja okay, das Meer ist vor euch, auf geht's. Wer von uns wäre denn da reingegangen? Wenn du siehst, links und rechts türmt sich das Wasser auf. Wer weiß, wie hoch? Keine Ahnung, ja? Türmen sich 2 Wassersäulen auf.
Wer von uns wäre denn durchgegangen? Und Gott sagt, los, hör auf hier rumzusitzen, auf. Schweiß und Mut, natürlich kostet das Schweiß und Mut, den Sklaventreiber in deinem Leben loszuwerden, den hinter sich zu lassen. Aber anders geht's nicht. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Die Dinge im Leben, die uns zurückziehen, dass wir die hinter uns lassen und in eine Zukunft gucken, wo Herr Jesus vorangeht. Ich habe eben Johannes 10, Vers 10 gelesen, dieses, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Der zweite Teil von dem Vers ist, wo Jesus sagt, ich aber bringe Leben, ich bringe Leben und dies im Überfluss. Und damit ist nicht gemeint, dass wir alle reich und gesund bleiben, sondern damit ist gemeint, ich kämpfe eure Kämpfe, ich bin auf deiner Seite, aber bleibt nicht stehen und vertraue mir und geh den nächsten Schritt weiter und lass das Vergangene vergangen sein, sonst wirst du bitter, sonst guckst du nur zurück, sonst bleibst du auf der Stelle stehen, wo ich dich eigentlich ganz woanders haben will. Und das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Und übrigens auch, falls ihr gemerkt habt, es gibt keinen anderen Punkt in der Predigt, der einzige Punkt, bleibst du stehen oder gehst du weiter, die einzige Anwendung heute Morgen. Bleibst du stehen oder gehst du weiter? Guckst du nach hinten und jammerst, so wie Israel es immer gemacht hat und letztendlich dafür die Konsequenz trägt? Oder gehst du vorwärts und lässt das Negative, das Schlechte weg? Bringst es ans Kreuz und sagst, Jesus, ich hänge einfach an Dingen aus der Vergangenheit, die lassen mich nicht los. Aber ich gehe vorwärts und will, dass du, Jesus, Heilung bringst und dass du den Sklaventreiber in meinem Leben vernichtest, rausholst, wegmachst. Dass wir in eine Zukunft gehen mit dem Herrn Jesus. In diesem Leben, ein Leben in Überfluss, bis in die Ewigkeit. Lass mich noch mit euch beten. Komm, steh auf. Jesus, danke dir dafür, dass du alles getragen hast, was wir alles zu dir bringen dürfen. Und möchte ich bitten, dass du unsere Herzen durchforschst, was da ist, was uns zurückhält und was uns Probleme macht, was uns Probleme macht zu vertrauen, was uns bitter macht, was uns traurig macht und was uns zurückhält. Was uns den Blick einfach verlieren lässt, von dir weg auf unsere Vergangenheit, auf Negatives. Jesus, so bitte ich dich, dass du uns ja zu Menschen machst, die voller Freude sind, die auf dich blicken können, auf die Zukunft mit dir, bis eines Tages in die Ewigkeit, wo du Wohnungen für uns vorbereitet hast. Jesus, danke für deine Liebe und für deine Gnade am Kreuz, dass du für uns kämpfen möchtest, wenn wir weitergehen und wenn wir uns auf dich verlassen. Danke dir auch dafür, dass wir, zumindest die meisten von uns, doch so gut aufgewachsen sind, privilegiert aufgewachsen sind. Haben wir uns nicht verdient, können wir nur dankbar für sein, Herr Jesus. Danke dir für diese Gemeinde, für die Kontakte, für die Freunde, die wir haben. Dass du auch mit uns durch diesen letzten Monaten und Wochen gegangen bist. Diese Zeit, die ganze Welt ja irgendwie in Atem hält. Jesus, und danke dir, dass wir dir unsere Zukunft anvertrauen dürfen. Amen.